Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Richtig schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um meine Top 10 Lebensmittel. Ganz viel Spaß dabei. Und wir beginnen mit Nummer 10. Wir beginnen das Ganze von hinten und zwar Leinöl. Leinöl ist wirklich eine großartige Fettquelle, aber Achtung, es ist sehr hitzeempfindlich. Das Ganze auch am besten kühl lagern, das heißt stellt es einfach in den Kühlschrank rein und auch kalt verzehren. Das heißt jetzt nicht zum Anbraten verwenden, sondern gebt es lieber in euren Salat drüber, kalt, im kalten Zustand einfach über das Gericht drüber geben, dann ist das Ganze ideal. Häufig verzehren wir nur, sag ich mal, Olivenöl gerne. Das ist reich an Omega-6. Doch wir benötigen auch eben das Omega-3 aus dem Leinöl. Das beste Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 ist 2:1. Doch meistens verzehren wir eben 16:1. Deswegen baut mal Leinöl in eure Ernährung mit ein. Es fühlt sich auch super gut an. Es schmeckt köstlich. Müsst ihr mal ausprobieren. Und deswegen Leinöl Nummer 10. Dann machen wir weiter mit Nummer 9 und zwar Kurkuma. Kurkuma kennt man meistens in dieser Form, gelb und pulvermäßig. Aber das Ganze gibt es auch frisch. Und das Ganze sieht so aus. Das findet man häufig in Biomärkten und man kann das genauso verzehren. Einfach über das Gericht drüber raspeln oder so wie ich, morgens entsaften. Ich mache mir immer einen Saft aus Kurkuma, Ingwer und Gurke und es schmeckt wirklich mega gut. Und das enthaltene Kurkumin ist eben entzündungshemmend, schmerzlindernd und sogar krebshemmend, da es vorbelastete Krebszellen eben am Mutieren hindert. Also Kurkuma ist wirklich ein richtig tolles Lebensmittel, so vielseitig verwendbar und deswegen ist das mein Nummer 9. Und dann kommen wir zu Nummer 8 und zwar wilder Fisch. Das heißt aus dem Wildfang, denn Zuchtfische stehen meist in der Kritik und da ist eben aus Wildfang doch noch die bessere Alternative. Und man kann eben schauen, woher der Fisch kommt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn aus manchen Fanggebieten ist eben die Schadstoffbelastung nicht so hoch wie aus anderen. Und da packe ich euch in die Infobox unten einen Link rein für mehr Informationen. Ansonsten ist eben Fisch eine super gute, leicht verdauliche Proteinquelle. Und Protein, wisst ihr, ist gut. Nummer 7 und das ist bei mir die Avocado. Avocado ist eigentlich gar kein Gemüse, sondern eine Frucht und ich finde, das ist einfach der allerbeste Butter- bzw. Margarine-Ersatz überhaupt. Das kann man einfach aufs Brot schmieren und wie Butter verwenden. Es ist reich an ungesättigten Fettsäuren, Vitamin A und E. Es lässt die Haut strahlen und ist an sich eben super für Haut, Haare, Nägel, Knochen. Dann kommen wir zu Nummer 6 und das sind bei mir streng genommen eigentlich 2 Lebensmittel, aber ich packe sie einfach mal als super Kohlenhydratquellen zusammen. Und zwar haben wir einmal Quinoa und Hirse. Beides sind basisch und glutenfrei und basisch bedeutet jetzt, dass sie nicht sauer sind. Und sauer meint es nicht vom Geschmack her, sondern vom pH-Wert her. Und das sind eigentlich andere Getreidearten, viele Fleischsorten, Zucker, manche Fette und man muss schauen, dass man hier im richtigen Verhältnis saure sowie basische Lebensmittel eben isst und man wird merken, wenn man eben bewusst basischere Lebensmittel isst, dass man sich damit echt gut fühlt. Ansonsten sind es super Energielieferanten. Quinoa enthält auch nochmal ganz viel Eiweiß mit dazu und die machen sich super als Beilage oder auch als Müsli. Dann kommen wir zur Nummer 5 und das sind bei mir Nüsse. Ich muss schon schmunzeln, wenn ich dran denke. Besonders Walnüsse, denn die haben nochmal Omega-3 enthalten und ich bin ein richtiger Nussfreak. Und es sind wirklich tolle Lebensmittel, denn es sind so gute Fette, die wichtig für die Hormonproduktion sind. Reich an Kalium, Magnesium, Eisen etc. Es wirkt sogar stimmungsaufhellend und ist einfach der perfekte Snack, den kann man so leicht mitnehmen. Einfach so eine Handvoll, so 30, 40 Gramm einfach mit ins Büro nehmen oder in die Schule. Das ist so richtige Nervennahrung fürs Gehirn, da es eben gewisse Botenstoffe unterstützt und eben bei der Leistung hilft und deswegen Nüsse ist einfach ein Traum. Nummer 5. Nummer 4 und das sind bei mir Beeren. Beeren sind wirklich super gut, ihr seht es ja auch immer in meinem Frühstück, sind jeden Tag eigentlich mit dabei. Diese wirken antioxidativ, stärken das Immunsystem und regen sogar wegen dem Ballaststoffgehalt die Verdauung an. Und das Ganze kann man eben super fürs Frühstück hernehmen, für Smoothies oder für Shakes. Die sind wirklich sehr, sehr gut und sind auch nochmal sehr kalorienarm, da sie weniger Fruchtzucker enthalten ist wie andere Obstsorten wie Banane, Mango etc. Also Beeren sind wirklich auch einer meiner absoluten Lieblingslebensmittel. Nummer 3 und das ist bei mir Brokkoli.
Ja, also es kommt aus der Gemüsekategorie und jedes Gemüse ist natürlich super, aber vor allem finde ich Brokkoli. Es hat viel Vitamin C, Kalium, Magnesium und Eisen und schlag mich tot, also richtig viele gute Stoffe enthalten und es gilt sogar als Anti-Stress-Gemüse. Man kann es sogar roh essen, ich mag es am liebsten gebraten, man kann es dünsten, man kann es dämpfen. Hier darauf achten, das Ganze nicht zu zerkochen, denn meistens vergisst man irgendwas in der Pfanne, bis es für komplett kaputt ist. Aber da gehen die meisten Nährstoffe verloren, deswegen so schonend wie möglich zu bereiten und deswegen ist Brokkoli mein Nummer 3. Und dann, wir kommen der Spitze ganz schön nahe, wir kommen zu Platz Nummer 2 und das sind bei mir Eier. Und da gab es ja früher den Mythos wegen dem Cholesterin, dass man ja nicht so viele Eier verzehren sollte. Und damals hatte man es eben anhand eines Kaninchens getestet, dem man nur Eigelb verabreicht hat. Und das Kaninchen hatte dann einen erhöhten Cholesterinspiegel und das hat man wiederum sofort auf die Menschen übertragen. Doch aktuellste Studien haben bewiesen, dass man sich da eben nicht so extreme Gedanken darum machen muss, da eben Eier den Cholesterinspiegel ein bisschen oder manchmal sogar gar nicht beeinflussen. Man kann Eier bedenkenlos essen. Es ist eine tolle Proteinquelle. Sogar das Eigelb hat gute Fette mit drin und im Eigelb steckt sogar Lecithin. Und das ist konzentrationsfördernd, auch fördert die Gedächtnisleistung und stresslindernd. Und dann kommen wir zu Platz Nummer 1. Und das ist bei mir definitiv die Süßkartoffel. Also ungelogen, ich fühle mich da wirklich besser, wenn ich die Süßkartoffel esse. Und ich liebe sie einfach, wirklich, ich liebe dich. Und natürlich ist sie reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Sie ist deshalb orange, also im Vergleich zu normalen Kartoffeln, wegen dem Beta-Carotin, das enthalten ist. Es ist auch für den Kraftsport mega gut, da Kalium für die Muskelleistung drin ist. Also man kann das Ganze süß essen, mit Zimt zum Beispiel, oder auch salzig als Pommes. Also da habe ich, glaube ich, schon etliche Rezepte auf meinem YouTube-Kanal. Und ich finde deswegen ist Süßkartoffel so eine tolle Knolle, würde ich sagen. Und es wurde sogar von der Non-Profit-Organisation CSPI zum gesündesten Lebensmittel der Welt gekürt. Und ich würde sagen, wohlverdient. Und ja, das waren meine Top 10 Lebensmittel. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und schreibt doch mal eure Top-Lebensmittel in die Kommentare unten rein. Würde mich auch mega interessieren. Und jetzt wisst ihr das, was ich so zu mir nehme. Gerne einen Daumen nach oben geben und probiert es mal selber aus. Ciao!